Zum mittlerweile 10. und voraussichtlich letzten Mal fand vom 11. bis 13. Juli das legendäre Boogie Blues Festival statt. Kids TV hat unseren Ausnahmekünstler Christoph Steinbach und seine musikalischen Gäste für euch dabei begleitet. Schon am ersten Tag ging es in der Vorderstadt auf den offenen Bühne ordentlich zur Sache. Im Umkreis von Stoffi und vor allem mit Erma, es spielt immer eine Riesenfreude, das so viel improvisiert und so viel, macht wirklich Spaß, macht richtig Spaß. Und auch da bei dem Festival, vor allem der Donnerstag, so viele Leute, die eine Riesenfreude haben, jetzt, das ist, glaube ich, der Sinn von der Musik, dass man leider Freude macht. Und wenn es so geht, so einfach, dann ist es schön. Schnell alles, ja. Für die Schweizer. Für die Schweizer ein bisschen schnell, ja, kann sein. Ich bin eigentlich Koch, sehr guter Freund von Stoffe. Und der hat mich irgendwann überredet, dass ich da ein bisschen mitsinge. Und seitdem mache ich das einfach hobbymäßig, dass ich, wenn ich Zeit habe, irgendwo bei ihm bin und dann singe ich zwei, drei Nummern mit und es macht halt einfach Spaß. Boogie Woogie in Kitzbühel, awesome! Jetzt habe ich eine kurze Auszeit nehmen können für 1,5 Minuten, wenn überhaupt. Mich einmal kurz zur Ruhe setzen, kurz durchschnaufen. Das Steinbach Boogie Woogie und Blues Festival, das 10. Bin ich auch stolz, dass wir das so lange durchziehen haben können und dass alle mitgemacht haben. Alle glücklich drauf, alle gut drauf. Diese Musik, dieser Blues, dieser Swing, dieser 20er bis 40er Jahre zeichnet jeden ein Lächeln ins Gesicht und alle sind happy. Und das ist das, um was bei dieser Musik geht. Ja, wir haben jetzt schon angefangen, die ersten 1,5 Stunden zu spielen. Die drei Bühnen sind voll besetzt, die ganze Innenstadt, jeder Pflasterstein ist mit Schuhen bedeckt, also alles knackevoll, die ganze Kitzbüheler Innenstadt, und freut mich sehr, dass wieder so viele Leute gekommen sind. Jetzt bin ich gespannt, was die nächsten Stunden und vor allem auch die nächsten Tage bringen, aber ich freue mich schon drauf, wird sicher spannend und interessant und lustig. Im Hintergrund auf der Hauptbühne in der Kitzbüheler Innenstadt Armin Gurschl am Schlagzeug und Gesang, am Klavier Chris Konster, ebenfalls in Uster, Zürich, ein großes Boogie Woogie Festival jährlich veranstaltet, und am Bass eine sehr weite Anreise aus Portugal, Nuno Alexandre, einer der ganz großen Bassisten dieser Szene, und Publikum, wie man sieht im Hintergrund, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen,
zwischen meine langen Haare durch. Das Publikum ganz euphorisch, applausfreudig. Vorarlberg und stehe auf Boogie und sage Boogie, yeah. Drei Bühnen, wechselnde Musiker, die alle hochklassig sind. Ich meine, ich komme aus München und arbeite selber in einem Bereich, wo ich tolle Musiker kenne. Aber ich bin totaler Christoph Steinbach-Fan und alle, die hier spielen, sind einfach nur großartig. Und man sitzt da und das Wetter war hervorragend. Was soll man mehr sagen? Mehr kann man sich nicht wünschen. Zur Bühne, ja. Überall tolle Stimmung, tolle Musik, tolle Musiker, einfach fantastisch. Ich habe heute 4 Mundharmonikas kaputt gespielt. Kaputt? Das bedeutet, dass Stimmblättchen gerissen sind. Und dann hört sich das Ding etwa so an. Veranstaltungsort für den 2. Festivalstag fungierte die Hermann-Reisch-Saal im Rasmushof. Unter dem Motto Girls Night Out eroberten bezaubernde Damen die Herzen des Publikums. Ich bin immer sehr, sehr, sehr dankbar, was diese Leute hier machen. Jeder Festival, jede Performance muss organisiert werden. Die Leute müssen kommen. Und das finde ich großartig in Österreich, besonders in Österreich, weil ich bin sehr, sehr oft in Österreich, in Wien, in Linz, in Salzburg, dass die Leute so engagiert sind für diese Live-Musik, was zu tun dafür. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ja, ich bewundere es. Einer der größten Musiker, der hat mir viel beigebracht, ist ein Schlagzeuger, ist der Charlie Antolini. Also, das ist so, ja,
Musik, ist das Musik? Ja, klar ist es Musik. Das ist die echte Swing. Das ist sowas von saftig und echt. I'm Nuno Alexander and I'm Portuguese. And you know, I'm very glad to be here. You know, for me it's really an excellent experience to be here. I'm playing with a lot of friends, a lot of people that I met over all the years of my musician's life, you know. I was very lucky that my parents, they were music lovers, you know, so at my house it was always vinyl, always around, almost 24 hours a day, you know, always root musics from country to rock and roll, and swing and jazz. And then I really started to get the groove, and when I was 16 I started playing the bass. I want an upright bass, you know, and my mom said, no, come on, you know, go study. So I have an electric bass. And then, you know, I said, Mom, I really want an upright bass, that's my thing. And she didn't believe me, so I have to go into the beach and sell ice cream, you know, for a couple of months. And then after she said, if you sell ice cream on the beach, then I believe you. And that's when I got my first upright bass, you know. At 4 this morning from Holland, and to our own surprise we came here without any traffic jam. Kein Stau. And at home we have a studio with a piano and a few parts of a drum. And when she practiced Hey Now, the song that we also played here, in my head I put it out like, yeah, that's a nice beat for this song. So I played it on the drums, and actually that's how it happened. Das Boogie-Festival vom Stoffi ist einzigartig. Jedes Jahr freuen wir uns drauf. Oh, meine Finger! Wir waren zwar letztes Jahr mal nicht dabei, weil da haben wir Babypause gehabt. Und heuer sind wir wieder dabei und es ist total lässig. Es ist eine super gute Stimmung. Es sind einfach tolle Musiker da. Ja. Jeder springt auf die Bühne, jeder spielt miteinander und die Leute gingen voll mit. Es ist für jeden Zuhörer irgendwas dabei. Also egal ob Swing, Blues, Soul, Rock and Roll, alles. Also geprobt haben wir nur mit dem Stoffi und mit den anderen Musikern, das geht alles von selbst. Die sind einfach so, sind Profis. So Profis. Ja. Die stellen sich hin, spielen mit uns und es macht einfach Spaß. Ja, genau. Da wächst man sogar selber über sich hinaus und
jetzt mal denken sie, das Ergebnis ist eine Überraschung, aber jetzt mal toll. Und jeder ist mit dem Herz dabei. Am letzten Tag des Festivals war der Parkplatz an der Hornbahn Ort des Geschehens. Dort konnten wir die Künstler bereits beim Soundcheck begleiten. Ja, wir bereiten gerade vor, Soundcheck unter den Bedingungen natürlich traumhaft, herrliches Wetter, es wird ganz voll werden, habe ich gehört. Es wird jedes Jahr noch grandioser. Well, Soundchecks sind bei manchen Gigs, die sind wirklich ärgerlich, weil man macht einen Soundcheck für 2-3 Stunden und dann auf dem Abend ist der Sound ganz anders. Aber ich habe die Idee nach unserem Auftritt gestern Abend, dass die Tontechniker wissen, was sie machen, und der Soundcheck ist, ich glaube, bei mir gemacht und ich bin sehr zufrieden, und heute Abend wir vertrauen auf einen guten Sound. Und so ist es. Das Konzert gestern war vielleicht, es war ein langes Konzert, aber es war für die Publikum ganz interessant, weil da waren so viele wunderschöne Musiker zusammengespielt und zusammen auf die Bühne. Und deswegen, es war ein Varieté-Programm, das war für mich immer interessant. So jede 15 Minuten kommt was anderes auf die Bühne, so es war super. Zehn Jahre Boogie und Blues Festival in Kitzbühel. Was gibt es darüber zu sagen? Es waren wunderschöne Veranstaltungen mit wunderbaren Locations. Begonnen im Kulturhaus in Reit, dann waren wir am Schwarzsee, am Parkplatz im Schwarzsee. Wir waren bei der Villa Mellon, wir waren im K3, wir waren im Rasmushof, wir waren hier zweimal am Parkplatz. Eine jede Veranstaltung der 10 Jahre war wirklich ganz was Besonderes. Es hat uns selber sehr viel Freude und Spaß gemacht. Es war immer spannend und sehr interessant, die Veranstaltung schon zu organisieren. Aber wenn man so drüber nachdenkt und sich die Gedanken macht, was benötigt man dazu, dann habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Es sind 7000 Mitarbeiterstunden, die angefallen sind in der Zeit. Ob Tontechniker, Hilfskräfte, Kamera, am Mischpult, an der Beleuchtung. 10 Kilometer Kabel wurden verlegt und ca. zwischen 27 und 30 Tonnen Equipment haben wir so von jeder Veranstaltung hingebracht, aufgebaut und wieder weggebaut. Das alles war nur möglich, wenn wir ganz tolle Sponsoren hatten. Aber wir hatten auch unheimlich gute Helfer und Unterstützer. Vielen Dank. Und nach 10 Jahren ist es Zeit, sich Neues auszudenken, überdenken, was wir machen. Und darum ist es heute das Grand Finale und wir freuen uns auf den tollen Abend. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier auf dem Boogie Festival zu spielen. Zumal Leute dabei sind wie Margot Cherry und Pete York, Martin Schmidt
und Don Boucher. Macht einen wahnsinnig Spaß, mit diesen Leuten zusammen Musik zu machen. Und ich hoffe, dass mir heute keine Mundharmonikas mehr kaputt gehen wie vorgestern. Von meiner Seite her herzlichen schönen guten Abend. Hat sich ja schön gefühlt hier. Freut mich wirklich sehr, dass alle drei Tage so viel los war und so eine tolle Stimmung und dass ihr auch so viel Spaß gehabt habt. Ich habe tausende Mails bekommen, ich habe noch nicht alle gelesen und viele Anrufe und viele Nachrichten auch von Kollegen gehört, dass ihnen alle gefallen hat und dass man macht ja nicht immer, komm schon weiter. Und alles 100% richtig machen kann man ja eh nicht oder ist schwer, aber es ist zum Großteil, sage ich mal, schon gelungen und ihr habt tolle Stimmung gemacht, also Dankeschön noch einmal an euch für die tolle Stimmung der letzten drei Tage. Yeah, I'm looking, really looking forward to playing here on the stage tonight for the big blowout concert for the Steinbeck Blues and Boogie Festival. This is the end of a perfect trip for me. 3 months of great gigs, and this is the one that's going to top it all off. And I'll head home tomorrow. I was born in a fairly small town and sent to piano lessons, and I started playing, and I started my first band when I was maybe 12 years old, and I just kept playing. I never stopped. I just went through, I finished school, and then I went on the road for 20 or 30 years, and all the time, even from a very young age, inspired by people like the Beatles and who wrote their own material. Over the years, I've sold quite a few tunes, mostly to Canadian artists, and I've recorded a couple myself. And I've always had the philosophy that if you don't mean it, don't sing it. Doch du sagst Danke in dem Lever des Geld. Das geht mir gut und Frau. Meine Männer! Frau. Also, die letzten zwei Tage waren für mich sensationell stark, weil es einfach auch hier in Kitzbühel von den Leuten her ganz speziell ist. Es ist so, wie wenn man sich schon lange kennt, irgendwo. Für mich und auch von der Stimmung her Wahnsinn und einfach auch von den internationalen Künstlern her. Das ist, man ist da irgendwo so auf Du und auf Augenhöhe. Da gibt es keine Metzchen irgendwo und man trifft ganz starke Leute und das ist das, was mich da so fasziniert. Gerade noch die Kurve gekratzt. Hallo, ich heiße Nicole und ich komme aus New Jersey für das Grand Finale von
Kitzbühel Boogie Woogie and Blues Festival with Christoph Steinbach. And I love Austria, I love the Dindel, and I love all the food and the people, and especially the music. It's so good to play with the guys because they're such good musicians. They've got a good groove and it's a lot of jamming. And, you know, my thing is it's all about the vibe and the groove. And I think we're going to have good fun tonight. Heute ist die Stimmung ganz geil, ganz super ist die Stimmung, macht einen Riesenspaß, einen Haufen Leute, super positive Energie gespürt, oder? Nicht nur auf der Bühne, sondern auch unten für die Leute.